Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Roadtrip-Video. Ich bin nicht alleine. Neben mir steht der Rocco schon mit Ziggy dabei. Wie geht's, Rocco? Ja, wir müssen ja klatschen. Das Einklatschen müssen wir üben. Ja. Leute, es ist absolut eine Freude gerade für mich, dieses Video zu drehen. Es ist so ein kleiner Schmankerl wieder im Highlight dieses Jahres. Warum? Erstens, ich habe den Yukon zurück. Und zweitens, Rocco, wir wollen ja heute noch nach England. Richtig. Warum? Wir wollen zum Goodwood Festival of Speed. Goodwood Festival of Speed, das ist, wer kennt es von euch da draußen? Schreibt es in die Kommentare. Das ist eine Rennveranstaltung, wo du wirklich alles siehst. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, Essener Motor Show oder IAA, die Kisten, die ihr dort seht, die stehen ja meistens rum, die kann man sich angucken, alles gut. Aber die mal in Action zu sehen, die wirklich mal mit Volldampf über die Piste fahren zu sehen, das seht ihr nur in England beim Goodwood Festival. Und da fahren wir jetzt hin. Das wird ein Roadtrip-Video. Wir werden im Auto auch pennen. Das zeige ich euch gerade mal. Also die Karre, Wahnsinn. Schaut euch das an. Es kickt einfach nur weg. Jetzt mache ich hier hinten mal auf. Und dann sehen wir auch, wir haben nämlich die Tess Beauty Matratze dabei. Wir werden beide hier drinnen schlafen. Schön gekuschelt. Und Rocco, wir zeigen auch euch noch mal kurz den Trip dahin. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal aufmache, ihr werdet sehen, wie wir in England fahren. Ihr werdet sehen, ob wir damit überhaupt zurechtkommen. Es wird sensationell. Es geht hier hoch und dann hier rüber nach London rein. Im Prinzip hier unten nach Birmingham irgendwo in die Ecke. Es wird geil, Rocco. Bist du hyped? Auf jeden Fall. Es wird hammern. Nach dem Intro geht's los. So Leute, wir sind am nächsten Supercharger schon. Intro ist durch, das passt wie geleckten Kerbensimmer. Das ist bei Köln. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier aussteigen will, ey, das ist doch der Hammer, oder? Bodykit ist ein Thema für sich. Da werde ich im Verlauf des Roadtrip-Videos immer euch ein paar Schmankerl durchschicken. Rocco macht schon wieder ein paar Fotos. Supercharger, top. Daumen nach oben, aufgeräumt, sieht gut aus und auch alles frei. Also Tesla, Einsteigerfahrzeug hoch 10. Rocco, was machen wir jetzt mal? Schön mit Kippchen. Zur Waschbude. Oh, Tante Martha ist da drüben. Hä? Ja. Gönnen wir uns mal erstmal ein schönes Frühstück. Da gibt es bestimmt noch eine Toilette drin. Wir laden jetzt hier erstmal ein bisschen, ungefähr 40 Minuten. Und dann geht es über die deutsche Grenze rüber nach Belgien. Und dann geht es weiter. Eine Sache, die wir jetzt wieder uns irgendwie angefreundet haben, kennengelernt haben, ist im Prinzip eine Brusttasche. Ich habe eine. Rocco, du hast jetzt auch eine Brusttasche, wa? Bauchtasche. Bauchtasche heißt, genau. Weil man kann echt alles reinpacken und es ist super entspannt. Gerade wenn wir dann in Goodwood rumlaufen, müssen wir nicht immer an alles denken, sondern haben alles dezent hier drin. Kippchen drin hier. Kippchen hast du drin. Ja, Handy. Handy dabei. Also mega, Rocco, oder? Ja, super. Jetzt gehen wir mal darüber zu Meckes. Und Rocco, wie sagst du, ist die Qualität? Ja, schön saftig, ja. Ist saftig, ja, findest du gut? Ja. Ich habe jetzt hier einen mit Ei genommen. Ich würde sagen, mam, mam, mam. So, Rocco, du am Steuer hier, fühlst du dich wohl? Klar. Ja, alles Butter. Klar. Jetzt geht's weiter im Prinzip. Ihr seht, wir haben jetzt 444 Kilometer. Wie ist unser Verbrauch bisher? Gehen wir mal hier rüber. Wir haben aktuell 25,7. Ich habe auch mal hier einen Trip für euch reserviert. Das heißt, wir nehmen die komplette England-Tour auf und werden uns später natürlich den Verbrauch angucken. Jetzt geht's im Prinzip weiter nach Brüssel. Und dann sind wir schon fast in, wie heißt das Ort? Calais. Calais, wa? Calais. Calais spricht man es aus. Also von daher, let's go. So Leute, wir sind jetzt über die Grenze drüber und ich muss euch kurz mal was zeigen. Ihr wisst, wenn wir hier mal Start drücken, haben wir hier oben LTE-Icon. Dieses Icon verschwindet bzw. er verliert kurz Netz, wenn wir über die Grenze fahren. Und ich weiß aus der Vergangenheit, das hat manchmal sehr, sehr lange gedauert, ehe er wieder Netz hatte. Tesla hat das mittlerweile behoben und hier war es wirklich so, dass wir in Millisekunden den Switch hatten und wieder Internet verfügbar ist. Daumen nach oben! So Leute, wir sind jetzt wirklich in Belgien angekommen und ich habe zu Rocco gesagt, pass auf Rocco, halt doch einfach mal hier einen Rastplatz an. Ich will mir mal gucken, ob hier überhaupt Ladeinfrastruktur besteht. Und wir sind kaum hier runtergefahren, habe ich schon was gesehen, da gehen wir jetzt mal hin zusammen. Ja, und generell können wir sagen, Rocco, oder? Das Fahren hier ist begrenzt auf 120. Ist für unsere deutschen Verhältnisse erstmal schwer grenzwertig, aber man gewöhnt sich dran, oder Rocco? Ich denke, hier ist schon sauber.
Was ist? Ich denke, hier ist schon sauber alles. Ja, ich habe eigentlich gehört, dass die Parkplätze hier richtig geil sein sollen im Ausland. Aber bis jetzt noch nicht viel. Wir schauen uns das mal an. Thema Fahren ist an sich aber doch wieder eine geile Sache, weil alle gleich fahren. Das bedeutet, man hat einen Fluss drin, bisher wirklich kein Stau. Ja. Und Warocco, muss man echt sagen. Ja, aber du kannst bei so einem Verkehr eh nur 100 fahren. Ja. Und hier fährst du halt generell 100 oder ja, 120. Ja. Genau. Und es ist halt wesentlich entspannter, weil du kannst bessere Spurwechsel einfach machen. Ja. Ohne ständig Rückspiegel zu gucken, wenn es angepflastert kommt. Und hier ist alles beleuchtet. Ja. Die ganzen Dinger da stehen die ganze Autobahn lang. Das heißt, auch nachts, glaube ich, wirst du ein sehr angenehmes Verhalten haben. Also wirklich cool, muss man so sagen. Und wenn wir jetzt mal gucken, da vorne ist die Esso und daneben baut Allego einen Ladepark. Den schauen wir uns mal kurz an. So, wir sind zwar im Ausland, aber trotzdem kann man da zum Beispiel Elektrotechnik lesen. Da ist die Sprache doch nicht so fern. Und jetzt sind wir hier. Hier drüben ist Esso. Hier kann man schön was mampfen. Und jetzt haben wir hier komplett neuen Ladepark. Rocco, sein stabiles Kreuz im Nacken hier. Ja, ja, Rocco, pass auf, das Bild ist weg. Muss ich aufpassen. Und hier haben wir Allego. Allego hat ja, glaube ich, nicht so einen guten Ruf bei uns in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Mülleimer, der voll ist. Und hier sind dann im Prinzip die Ladeplätze. An sich überdacht, sehr geil. Weil überdachte Ladeplätze sind immer besser, gerade wenn es regnet. Warum müssen wir im Regen stehen und Auto laden? Und die da drüben zum Beispiel dürfen ihr Auto tanken mit einer Überdachung. Deswegen, das fände ich auch cool in Deutschland, muss man echt so sagen. Und hier drüben haben sie sogar eine aufgebaut. Können wir mal kurz gucken, wie viel Leistung die hat. 150 kW, seht ihr hier oben. Allego, was sagt ihr dazu? Allego, top oder flop? So, wir haben uns jetzt gerade mal noch Red Bull geholt. Rocco, was ist das für ein Geschmack? Aprikose, Erdbeer. Aprikose, Erdbeer, na guck mal jetzt mal. So Leute, ihr habt es gesehen, wir sind jetzt in Aalst in Belgien angekommen. Insgesamt haben wir jetzt 455 Kilometer hinter uns mit einem Verbrauch von 25,5. Ich finde es in Ordnung. Also es ist jetzt nicht ultra gut, aber es ist okay. Und wenn ich jetzt hier mal rauszoome, sehen wir auch, wo wir jetzt hier weiter hin müssen. Und zwar, Ziel ist hier oben. Das heißt, wir fahren jetzt hier hoch Richtung Frankreich an die Küste. Ist das Nordsee eigentlich? Ja, das ist Nordsee. Siehst du, Rocco hat recht, ihr habt Nordsee. Und dann geht es hier rüber. Mit der Fähre fahren wir dann strack rüber und dann Linksverkehr. Rocco, let's go! So Leute, wir haben es geschafft. Ich zoome mal kurz raus. Wir sind am Meer. Ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt. Ist das ein Atlantik oder ist das Nordsee? Wir wissen es nicht. Wir fahren jetzt direkt drauf zu. Rocco, wenn ich hier schon wieder am Lachen. Es ist der Hammer. Ich zeige euch mal kurz hier, wie es aussieht. Schöne Buden haben sie alle hier. Hammer. Bestimmt alle vermietet. Ferienwohnung oder was weiß ich. Und wir gucken jetzt einfach mal gemeinsam, wo wir hinkommen. Auto bis jetzt. Toi, toi, toi. Dicken Daumen nach oben. Hat alles geklappt. Und ja, jetzt schauen wir hier mal entspannt. Das Wichtigste, wenn ihr in Frankreich seid, erstmal hier klicken und dann klickt ihr nämlich den Wächtermodus an. Hier unten. Den müsst ihr auf jeden Fall aktivieren. Ihr wisst, wie es ist, oder? Das ist manchmal kriminell. Deswegen, wir schauen jetzt mal, guckt euch das mal an. Ich bin hype. U-Boote suchen. Erstmal U-Boote jetzt hier finden. Wir gehen mal raus. Oh, Wahnsinn. Also dieses Trittbrett da, das macht mich noch fertig. Da musst du einen ordentlichen Happen übernehmen. Und wir gucken jetzt hier mal. Das Meer ist da. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was das hier überhaupt ist. Nordsee, Ostsee. Hammer. Einfach der Hammer. Rocco, was sagst du? Daumen nach oben. Super. Wir müssen jetzt erstmal was mampfen. Hunger ohne Ende. Wir haben das letzte Mal jetzt um 7 was gefrühstückt. Und dann geht's schon weiter. Geil. Es ist der Hammer. Guck mal, was da hinten los ist. Der Hafen. Da geht's, glaube ich, dann rüber nach England. Da werden wir dann hinkommen. Das ist nicht Dover oder Calais, sondern das ist ein anderer Ort. Danke oder sowas. Ja. Rocco, erstmal wird einer quarzen. So muss Sinn. Willst du da gleich noch ins Wasser rein? Klar. Hast du Bock drauf? Indien kommen auf jeden Fall mal. Badehose dabei? Ja. Geil. Füße mal rein, das ist eigentlich Pflicht hier. Schöner großer Strand, muss man echt sagen. Ja, Rocco wollte eigentlich Seemannskörper noch hier reinmachen. Zeig mal, was fotografierst du da? Irgendwie die komischen Damen oder so? Nee, blöd aus. Genau, das sind sie. Und wir haben jetzt nämlich umentschieden. Eigentlich wollten wir noch ins Wasser rein, aber wir haben so Hunger. Und da drüben war gerade so ein Imbiss, oh, da gab es noch so Crabs und sowas. Das ist ja nichts für richtige Männer, war Rocco? Ja, gibt's nicht sowas hier. Ja, deswegen haben wir jetzt entschieden, wir verlassen diesen schönen Ort und werden zu Meckes fahren. Also, let's go. So Leute, ihr seht schon, wo wir sind. Wir sind nämlich schon am Terminal zur Fähre, weil Meckes in der Stadt, das war alles abgesperrt. Mit der Karre wollte ich da nicht in den engen Bereich fahren, oder? Nee. Und deswegen haben wir gesagt, wir gönnen uns auf der Fähre. Wir fahren da jetzt drauf, holen jetzt da drüben ein Ticket. Ich nehme euch jetzt mit, Rocco. Let's go. So Leute, wir haben jetzt ein Ticket bekommen.
179 Euro. Wir haben ein One-Way-Ticket genommen, weil wir ja nicht wissen, wann wir am Sonntag oder vielleicht am Montag zurück wollen. Deswegen jetzt ein Ticket. Leider haben wir es jetzt verpasst. 18 Uhr ist jetzt die nächste. Und wir haben 16 Uhr ist die letzte gefahren. Also müssen wir jetzt hier doch fast 2 Stunden warten. Aber kriegen wir hin. Wir gucken jetzt mal da drüben hin, ob wir da schon drauf fahren können. Santa Maria, wie eng ist das hier bitte? Aber wir kriegen das alles gut hin. Wir dürfen jetzt durchfahren. Seht ihr hier auch. Und ja, mal gucken, was jetzt weiter passiert. So, Polizeikontrolle auch durch, Rocco. Super gemacht, ey. Und jetzt gucken wir mal, wo wir da hin können. Jetzt kommt nochmal eine Polizeikontrolle. Zoll. Wahnsinn. So, Leute, jetzt haben wir im Prinzip die französische Seite komplett abgehakt. Mit dem Auto sind wir auch durchgekommen. Alles safe. TÜV, alles gut. TÜV, alles gut. Und jetzt geht's weiter auf die britische Seite. Da müssen wir jetzt nochmal die Passport zeigen. Und da sind wir auch durch. Wir haben es geschafft, Rocco. Der absolute Wahnsinn. Wir sind durch. Guckt euch das mal an hier. André, 21, oder? 21? 25. 25 müssen wir jetzt durch, ja. Genau. Jetzt gibt es hier so Lines. Da müssen wir jetzt im Prinzip unsere finden. Und dann gehen wir da rein. 25 ist hier drüben. Zack, wird reingelenkt. Rocco hat alles im Griff hier. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Ist windig. Ist windig hier an der Küste, wa? Aber wir hatten jetzt ungelogen bestimmt 5 Kontrollen. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich dachte schon hier, Auto, weil es ist ja doch auffällig. Da ist auch ein Tesla da vorne. Aber alles gut. Wir sind jetzt in Line 25, Rocco? Ja. Okay, perfekt. Hier ist Tesla auch am Start, also alles gut. Und jetzt warten wir erstmal, fahren wir schön ran. Und dann genießen wir jetzt erstmal die Zeit. Wir haben Hunger ohne Ende. Absolut Wahnsinn. So, Rocco, jetzt waren wir gerade im Duty-Free-Shop. Desperados war günstig. Ja. 1 Euro, die Bulle. 1 Euro pro Flasche, ja. 24 Stück, 24 Euro. Aber irgendwie, Leute, müssen wir echt sagen, hier gibt es nichts zu essen. Ich weiß nicht, ob die alle hungern, aber hier gibt es nicht ein McDonald's, hier gibt es nichts. Das ist ganz komisch. Wir werden uns das mal in Ruhe jetzt hier anschauen. Rocco, super Job, echt muss man sagen. Alter, wir haben es reingeschafft, der Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. So Leute, wir sitzen jetzt hier im Dampfer drinne, haben uns jetzt erstmal Fisch und Chips geholt und Rocco, wir hauen jetzt erstmal rein. Auf jeden Fall. So Leute, wir sind jetzt echt langsam kurz vor dem Ziel. Wir haben es jetzt um, ja ich sag mal 20 Uhr. Wir haben 1 Stunde Zeitverschiebung. Das heißt in Frankreich 19 Uhr, genau so ist es jetzt hier, und in Frankreich 20 Uhr. Und wenn ihr mal schaut, da hinten ist das Festland. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, wir dachten eigentlich, der Ärmelkanal ist größer. Aber wenn wir jetzt hier mal gucken, da sehen wir auch schon wieder Land. Ach, so spät haben wir es gerade, genau. Fakt ist, Leute, ich werde jetzt echt langsam müde. Rocco, du bist noch fit, oder? Du bist noch hier dabei. Ich sehe da hinten auch eine übelste Rauch. Seht ihr das Gelbe da? Also hier ist ordentlich was los auf dem Meer. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufen. Es geht ultra fix hier. So Leute, wir begrüßen euch recht herzlich in England. Rocco am Steuer auf der linken Seite. Lenkrad auf der linken Seite. Absolut außergewöhnlich. Hier drüben fahren die anderen. Und wir kriegen es auf jeden Fall hin. Rocco konzentriert sich jetzt noch ein bisschen. Und wir fahren jetzt, ich zeige es mal kurz, zum nächsten Supercharger. Das seht ihr hier. Wir fahren jetzt erstmal an der Küste lang sozusagen. Und ja, Tesla spielt mit, London ist hier drüben, alles in Ordnung. Machen wir jetzt erstmal lang hin, Rocco konzentriert sich, let's go. Ach so, und eine Sache, die Rocco gerade auch angesprochen hat, ich kann ja entspannt in Meilen umschalten, weil in England fahren die ja nicht Kilometer pro Stunde, sondern in Meilen. Und das ist ja auch alles kein Problem, Tesla ist wirklich, wirklich super. So Leute, jetzt gerade erstmal wieder dicken Hals gehabt, weil ihr seht, wir sind nicht bei Tesla, sondern bei Ionity. Ionity rettet uns gerade wirklich den Arsch. Man muss es so sagen, warum? Dieser Tesla Supercharger, den wir da hatten, der ist nur mit Zugriff, wenn ihr auf den Eurotunnel wollt. Wir wollen natürlich nicht auf den Eurotunnel, sondern wir wollen ja weiterfahren. Ich hatte eine lange Diskussion jetzt mit der Frau. Passt, warte mal, ich sag Rocco nochmal Bescheid. Jetzt wieder ein Stück vor, Rocco. Genau, perfekt. Hat jetzt gerade lange Diskussion mit der Polizei dort auch, weil das ist, ich finde es scheiße. Aber Tesla hat tatsächlich den Hinweis hingemacht, dass man hier nur laden darf bei den Tesla Supercharger drüben, den wir euch gezeigt haben, wenn man wirklich auch da ja, Zulassung braucht. Ist ein bisschen scheiße. Wir laden jetzt bei Ionity, aber alles gut. Es gibt Schlimmeres im Leben. Alles gut. Rocco, ich habe es gerade den Leuten erklärt. Es ist scheiße, oder? Es ist wirklich durch den Wind, durch die Fahrer. Ja, man ist schon fertig durch den Wind und dann muss man jetzt hier noch abkaspern. Aber alles gut, wirklich, Leute. Wir laden jetzt für 85 Cent. Ihr seht, funktioniert alles. Wir haben hier einen grünen Balken und von daher alles gut. Jetzt lassen wir erstmal voll blubbern. Dann können wir nachher entspannt wirklich vielleicht sogar durchfahren noch, also so knapp 2 Stunden bis zum Goodwood Festival.
So Leute, wir sind jetzt auf Achse, wir haben geladen, Ionity hat uns gerettet, jetzt regnet es natürlich auch typisch für England. Wir gucken mal kurz auf die Karte und da seht ihr auch, wir ziehen jetzt hier rüber. Da ist ein Supercharger und das Festival ist dann im Prinzip hier in dem Bereich alles gut. Was ändern wir jetzt? Aber eigentlich wollten wir hier drinnen schlafen die Nacht. Aber Rocco ist jetzt 14 Stunden gefahren. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock hier drinnen zu schlafen. Bin ich jetzt ehrlich, ich brauche eine Dusche, ich brauche einfach jetzt ein bisschen relaxen. Von daher habe ich uns jetzt ein Hotel gebucht mit Frühstück. Morgen sind wir entspannt wieder für euch dabei. Und oder Rocco, ja, hast du echt guten Job gemacht. Ich schlafe mal im Auto. Und dann, genau, Rocco sagt schon, morgen schlafen wir da wirklich im Auto. Und dann seht ihr auch nochmal jetzt mit Matratze, was weiß ich. Aber ja, heute war ein harter Tag, muss man so sagen. Und ja, wir stinken auch beide ordentlich. Von daher, wir sehen uns morgen, halt die Ohren steif. Bis denne.